Und wie es oft so ist, bei Wahlen und im Fußball wird hinterher zusammengezählt und alle Auguren, sind sie denn noch so kaffeesatzleserisch begnadet, liegen meistens falsch. Hätten Sie mich gefragt, wie die Kandidatenschar mit 9 Bewerberinnen und Bewerbern ausgehen würde, hätte ich gesagt, es gibt ganz sicher einen zweiten Wahlgang zwischen 3 Favoriten. Das sind sicherlich aus meiner Sicht gewesen die 2 Bürgermeister und dann auch noch, was ich so vom Hörensagen mitbekommen habe, der Walter. Aber Sie sehen, es ist ganz anders gekommen und deswegen zuerst einmal herzlichen Glückwunsch an den ersten und letzten Wahlgang, an den Gewinner als meinen zukünftigen Nachfolger, Herr Vogt. Kommen Sie nach vorne mit Ihrer Partnerin, Frau Koch, herzlichen Glückwunsch und unseren anerkennenden Applaus für diese Familie. Haben wir gesagt, wir machen so eine richtige Sekt- und Häppchenparty im zweiten Wahlgang, wie Sie das gehört. Jetzt haben wir natürlich innerhalb der Verwaltung einen Notfallplan B gehabt. Sollte es schon im ersten Wahlgang einen Sieger geben oder eine Siegerin, dann hat Frau Schöffel unterm Tisch schon etwas vorbereitet. Die Häppchen haben wir vergessen, aber der Sekt haben wir trotzdem da. Sie erinnert sich nach unseren Grußworten, dafür ist es da, als kleine Wahlerfolgsparty. Lieber Herr Vogt, Ihnen nochmal herzlichen Glückwunsch, weiterhin auch viel Kraft für diese erste Amtsperiode in der Stadt Hörbrechtingen. Ihre zweite ist es ja für die nächsten 2 Jahre, zusammen mit dem Gemeinderat, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Bürgerschaft, dass diese glückliche Hand, die Sie im Wahlkampf gehabt haben, auch zukünftig die weitere 8 Jahre Sie verfolgen und begleiten mögen. Und ich finde es aller Achtung und Anerkennung wert, er kam, sah und siegte, haben früher die alten Römer gesagt, die wir auch schon waren, bis allen sind sie ja bekanntlich gekommen. Ich weiß ja noch, Kletterhock auch besetzt war von den Römern, da ist mein Geschichtskenntnis zu wenig. Aber sie haben einen Wahlkampf gemacht, der war gigantisch, der war professionell, in 4 Wochen von nichts heraus im ersten Wahlgang alle so weit überzeugt zu haben, dass es eine absolute Mehrheit gegeben hat. Auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, liebe Damen und Herren, natürlich von den Kollegen des Landkreises Heidenheim herzlichen Glückwunsch an die neuen Kollegen. Die Römer waren da, zumindest da auf der Ecke der Kommtüttlinge und so, weil mit Günter Insle habe ich da auch ein paar Sätze drüber verloren. Und wir zwei sind jetzt ein Vierteljahrhundert gemeinsam den Weg gegangen, gell? Gegenseitige Beratung, und das ist dann auch wichtig, dass man weiß, man hat Kollegen im Landkreis, an die man sich wenden kann, an die man Fragen stellen kann. Also ich denke, das ist okay. Was der Kollege Sipple gesagt hat, das stimmt. Also ich war bestimmt schon auf 10 Wahlpartys, aber das erste Mal, dass es keine Häppchen gibt. Lieber Herr Ferreska, vielen Dank für die freundlichen, anerkennenden Worte an Sie alle. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind am heutigen Abend, wo ja nicht damit zu rechnen war, dass gleich zum Ergebnis kommt. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Natürlich habe ich gehofft. Deswegen haben wir auch noch ein bisschen was zu trinken mitgebracht. Man weiß ja nie. Aber damit gerechnet habe ich nicht. Umso mehr bin ich jetzt mehr oder weniger fast sprachlos. Ich freue mich riesig darauf, hier in die Fußstapfen eines großartigen Mannes treten zu dürfen und die Nachfolge von Herrn Sipple antreten zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Kandidatinnen und Kandidaten bedanken und ebenfalls meine Hochachtung aussprechen. Es war ein sehr gutes Miteinander, wenn wir zusammengesessen sind und gewartet haben, bis der Nächste mit der Rede dran war. Das war mehr, ich sage jetzt mal, eine freundliche Runde, wie man es vielleicht am Stammtisch kennt. Man hat sich miteinander unterhalten und ausgetauscht. Das war wirklich sehr offen und auch fair im Umgang. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Und ja, bei Ihnen natürlich, bei allen, die mich gewählt haben, die mir nicht ihre Stimme geschenkt haben, werde ich versuchen, mit aller Kraft auch zu überzeugen, dass ich mein Bestes geben werde für die Stadt Hörbrechtingen mit allen Ortsteilen. Jetzt bleibt mir mich noch zu bedanken an dieser Stelle bei meiner Familie, bei meinen Freunden, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, dieses Projekt, sage ich mal, in 4 Wochen wirklich präsent zu sein und
ja, die Menschen kennenzulernen und im Ort unterwegs zu sein. Und natürlich meiner bezaubernden Freundin möchte ich auch danken, dass sie nicht nur an meiner Seite steht, sondern mich immer unterstützt. Und das ist einfach nur großartig. Also wir freuen uns auf die Zukunft. Aber das ist ja toll, wenn ein neuer Schuldes kommt und sogar noch was mitbringt fürs Volk. Das hat es auch noch nicht gegeben. Damit hätte ich sagen, wer die Bierkistenparty und die Sektparty eröffnet, sie kommen nach vorne und bedienen sich. Genau.